So, hallo YouTube und hallo Daniel. Das gibt eine Videoantwort für dich zu deinem Giveaway, zu deinem 90 Abonnenten Giveaway. Ja, normalerweise gratuliert man hier an dieser Stelle immer zu den Abonnenten, aber mal ehrlich, zu 90 Abonnenten gratuliere ich dir hier mal nicht. Will nicht unhöflich sein, aber 90 Abonnenten sind nicht besonders viel, ist keine runde Zahl. Und du hast deine Abonnentenzahl in den letzten Tagen bestimmt schon fast verdoppelt. Und bis das Giveaway rum ist, hast du auf jeden Fall deutlich mehr als 90 Abonnenten. Bei deinem nächsten Giveaway bei 500 oder bei 1000, da gratuliere ich dir dann gerne. Okay? Ja, das ist für den Kanal Daniel B. 1993. Und da hat uns eine Aufgabe gestellt. Wir können entweder unsere Sachen zeigen, die wir so für die Messerpflege benutzen, also Werkzeuge und Schärfmittel und so weiter. Habe ich auch ein paar Sachen. Ist aber bei mir nichts Besonderes. Ich habe sowieso sehr viel Werkzeug und das ist dann einfach so dabei. Und Schärfmittel habe ich natürlich auch ein paar. Aber ich habe mich dafür entschieden, hier die Sachen zu zeigen. Das ist eben die andere Aufgabe. Sachen, die wir so mit uns rumschleppen, so eine Art Pocket Dump. Ja, ist bei mir je nach Bedarf, wann ich es mitnehme. Manche Sachen habe ich immer dabei, zum Beispiel hier meinen Schlüssel. Jetzt mal ohne Autoschlüssel, den Autoschlüssel mache ich nur ran, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Es ist Spyderco Grasshopper dran, schon ewig, und so ein kleines Tool, was man öfters mal benutzen kann für alle möglichen Sachen. Ja, das ist also immer dabei. Ja, was ich auf der Arbeit immer dabei habe und seit vielen Jahren jeden Tag im Einsatz ist, stundenlang, ist dieser MP3-Player, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, MP3-Player von Philips, Go Gear, Arias, 8 GB. Ja, ist nicht der kleinste, aber ist für mich kein Problem, das Ding mitzuschleppen in der Arbeitshose. Und der läuft bei mir seit Jahren. Und wie man sieht, ist er auch gut benutzt. Und von dem bin ich sehr überzeugt. Ich hatte, soweit ich weiß, noch nie einen anderen. Das war mein erster, den ich mir gekauft habe. Und der läuft wie am ersten Tag. Auch von der Akkulaufzeit her, 15 Stunden, hat sich in den ganzen Jahren nichts geändert. Ja, der ist immer auf der Arbeit dabei. Dann, wo machen wir weiter? Ja, was ich öfters im Sommer einstecken habe, wenn wir irgendwohin zum Essen gehen, ist die Gabel hier. Und zwar dann immer als Ergänzung natürlich zum Messer. Messer habe ich sowieso immer dabei. Und die Gabel hier als Ergänzung, wenn ich meine, die brauche ich. Dann je nach Bedarf hier mein Multitool von Victorinox. Und zwar eben das Swiss-Tool, das normale, sage ich jetzt mal, also nicht das Spirit, die schwere Ausführung. Wenn man das nicht als EDC immer am Gürtel dabei hat, dann ist es kein Problem, die schwere Ausführung zu nehmen. Und ich meine, zu der Zeit, als ich mir das gekauft habe, gab es das Spirit sowieso noch nicht. Also es ist schon was her. Vorne ist noch so ein Bitsatz drin. Ja. Habe ich dabei, wenn ich meine, ich brauche es, wenn irgendwas handwerklich zu machen ist, habe ich das dabei. Ja, machen wir mal mit dem Messer weiter, weil es gerade so in der Reihenfolge so darlegt. Wenn ich so unterwegs bin, also normal unterwegs bin, also nicht irgendwo in der Innenstadt, dann habe ich zurzeit meistens, nicht immer, aber meistens das Spyderco Gale Bradley dabei. Ist ein super Arbeitsmesser, hier halt meine User-Version. Super stabil, muss auf nichts aufpassen, dass irgendwas passiert, kein Kratzer reinkommt, ist mir völlig egal. Und ist da immer dabei. Wenn auch mal was handwerklich zum Arbeiten ist, ist das Ding ideal. Ja. Dann hier die kleinen Lampen hier. Wenn ich abends rausgehe, dann habe ich, wenn ich gezielt abends rausgehe, habe ich diese NightEye ECR16 dabei. Der habe ich mir vor ein paar Monaten mal gekauft. Ist ein Wahnsinn, was da rauskommt mittlerweile. Ich glaube, 750 Lumen macht die.
da so ein Akku eingebaut und wir haben hier eine Funktion, um die zu laden mit USB-Kabel. Ja, das gefällt mir total. Ich habe die auch schon oft geladen, weil ich sie einfach sehr oft benutze. Früher bei Lampen war das so, dass die Akkus oder die Batterien ewig gehalten haben, weil ich sie immer nur mal kurz angemacht habe. Die jetzt, man ist ja auch ein bisschen geizig, muss man zugeben. Ihr wisst ja selber, was solche Batterien kosten. Die CR123, die lässt man nicht einfach sinnlos an und leuchtet und lässt sie irgendwie strahlen. Die habe ich schon oft benutzt bei so Reparaturen. Irgendwo, wo es dunkel zugeht, irgendwo in der Küche oder irgendwo unter Schränken oder irgendwo, wo man was leuchten muss oder im Auto. Die lasse ich einfach brennen. Wenn es sein muss, eine halbe Stunde. Und wenn sie leer ist, lade ich es wieder auf. Ja. Also die ist echt super, hat verschiedene Leuchtstufen natürlich. Da schalte ich sie dann auch auf eine kleine Stufe, dass es nicht so blendet beim Arbeiten. Und die ist natürlich jetzt so zum Einstecken in die Hosentasche ein bisschen dick. Aber jetzt im Winter hat man ja oft eine Jacke an oder fast immer eigentlich. Und da habe ich die dann dabei. Wenn ich mal was in die Hosentasche stecke, was nicht so stören soll, dann habe ich immer noch meine Phoenix LD01. Die habe ich schon sehr lange, zu der Zeit, wo die kleinen leistungsstarken Lampen noch ziemlich teuer waren. Ich glaube, 50 € hat die damals gekostet. Und die läuft immer noch perfekt. Andere Lampen, die ich habe, die haben auch schon mal einen Geist aufgegeben. Aber die hier, ich glaube, die haut so 80 Lumen raus und ist meistens ausreichend, um sich mal einen Weg auszuleuchten. Ja, und die stört auch nicht in der Hosentasche. Okay. Was ich fast nie am Arm habe, ist eine Armbanduhr. Ich habe mir die vor ein paar Jahren mal gekauft. Einfach eine G-Shock, eine Funk Solar, also ein bisschen besseres Modell. Und habe die mir nur gekauft, weil ich einfach keine Armbanduhr besessen habe. Und habe gedacht, wenn ich mal eine brauche, und was bei mir selten vorkommt, vor allem wenn man jetzt auch noch ein Handy hat, ist ja eh eine Uhr dabei. Tja, die mache ich also sehr selten hin, aber irgendwie habe ich gedacht, man braucht einfach eine Armbanduhr. Da seht ihr schon, wie wenig Interesse ich an Armbanduhren habe. Andere sammeln die und können sich total dafür begeistern. Ich habe mir einfach eine gekauft, weil ich gedacht habe, man braucht sowas. Okay, dann machen wir mal ein bisschen Platz. Die ersten Sachen mal auf Seite. Zurzeit, ich habe ja immer so in die EDC-Rotation so mehrere so Messerchen und das hier ist eben das Messerchen. Gibt größere Klappmesser und kleinere und das ist hier jetzt zurzeit mal eine elegante Version. Wenn ich mal irgendwo hingehe und es soll ein bisschen dezent zugehen, also was Kleines, also nichts für schwere Arbeiten und was sehr dezent in der Hosentasche verschwindet hier mit dem Deep Carry Clip, dann ist es zurzeit das Magic von Brotech, was ich da immer einstecken habe. Dann, was ich auch sehr selten dabei habe, allerdings öfters als die Uhr, ist mein fetter Geldbeutel hier von Maxpedition. Ja, den stecke ich auch sehr ungern in die Hosentasche ein, weil er eben so dick ist. Aber in die Jacke, ja. Aber nur wenn ich irgendwo hingehe und weiß, dass ich ja, viel Einkauf, einen größeren Einkauf habe, wo man dann auch mal Scheine braucht und hier die Karten, also Kreditkarten und die ganzen Sparkassenkarten und den ganzen Kram halt, dann habe ich den dabei. Und ja, da passt viel rein und sehr funktionell alles gemacht. Ja, gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Was ich immer dabei habe, wenn ich auf Arbeit bin, ist die kleine Powerbank. Ist nichts Besonderes, ist so ein Werbegeschenk einfach. Aber die benutze ich doch relativ oft. Also nicht nur so ein Notfallding, sondern da lade ich einfach öfters mal mein Smartphone drüber auf. Die ist relativ klein. Da kriegt man einen Akku gerade einmal voll, aber das reicht mir ja. Gerade wenn ich es mal vergessen habe aufzuladen und auf der Arbeit braucht man es doch ab und zu auch mal so, um ein bisschen online zu gehen. Und dann hänge ich es da mal hin und es wird relativ schnell voll, weil mein Handy schnellladefähig ist und das haut auch relativ viel Leistung raus. Also schneller als so ein, auf jeden Fall als so ein Standard-USB-Ladegerät geht es damit. Okay. Ist allerdings immer im Arbeitsrucksack, also immer nur auf Arbeit dabei. Was auch auf Arbeit immer dabei ist, ist hier dieses feststehende Messer von Tops. XC Alpha ist es. Habe ich noch nie gebraucht. Ist halt immer im Rucksack. Was ich schon eher mal brauche, ist das Victorinox Explorer. Und hier ist noch eine kleine Lampe, ungefähr in der gleichen Größenordnung wie die Phoenix, wo ich gerade gezeigt habe.
Und die braucht man schon ab und zu mal. Da bin ich mal froh, dass ich die dabei habe. Gerade das Victorinox. Ja. Was ich immer dabei habe, anstatt den fetten Geldbeutel hier, ist so ein Schlüsselmäppchen. Da ist da einfach ein bisschen Kleingeld drin. Jetzt sind auch Scheine drin, aber normalerweise ist nur Kleingeld drin, weil er auf der Arbeit eigentlich nur Geld für Automaten braucht. Kaffeeautomaten und so Sachen, Getränkeautomaten. Da nützen eigentlich Scheine gar nichts, da braucht man Kleingeld. Und das ist da vorne, ist es da drin. Und da habe ich viel so Kleinkram drin. Sprich Werkzeug, was man unterwegs mal brauchen könnte. Wie ihr seht, jede Menge. Hauptsächlich für kleine Reparaturen. Auch gezielt ein bisschen so in Richtung Messer zerlegen. So ein Sechser-Dorx hier, Imbusschlüssel. So ein Zänkchen hier mit Schraubendreher dran und so. Ja. Kennt ihr ja selber. Solche Sachen. Und jetzt mal in Richtung Wandern. Ich bin ja viel zu Fuß unterwegs. Wenn wir mal ein bisschen weiter weggehen, also mit dem Auto wegfahren und dann mal einen ganzen Tag unterwegs sind, dann mache ich an meinen Tasmanian Tiger Essential Bag hier die Deckbaut 7 dran. Die mache ich aber auch öfters ab, wie man sieht, wenn es mich stört, weil die doch ein relativ hohes Gewicht hat und Sachen drin sind, die ich manchmal auch nicht brauche. Und ja, das sind halt so Sachen drin, wo man gebrauchen kann. Kompass, ganz wichtig, wenn wir irgendwo unterwegs sind, benutzt man öfters mal. Hier ist so ein kleines Lämpchen drin. Dann ein Essbesteck, Löffel, Gabel, Knicklicht, Feuerzeug. Da unten ist noch irgendwo, Moment, ein großes Victorinox. Ach, da unten Siebmesser, genau. Das Hercules, Verbandsbäckchen, da unten 20 Meter Seil sind es, glaube ich. Und Kabelbinder. Und da unten sind auch noch irgendwelche Sachen drin. Ja, nochmal Verbandsbäckchen und so eine, wie heißt die, so eine Kältedecke, die man auch im Auto haben muss. Ja, solche Sachen sind einfach drin. Wenn man es mal braucht, eben, wenn man ganz noch unterwegs ist. Ja. Ja, Daniel, das sind so Sachen, wo ich mit mir rumschleppe. Manche mehr, manche weniger. Und ja, und die sollten wir eben mal zeigen. Vieles davon habe ich eh schon mal gezeigt. Leute, wo schon länger dabei sind auf meinem Kanal, haben das meiste da schon mal gesehen. Und hier jetzt einfach mal wieder so ein Update zu dem Ganzen. Okay. Ja, dann mal dir weiterhin viel Erfolg. Ich denke, man wirst du haben. Auch wenn du noch vielleicht relativ neu dabei bist. So neu aber auch nicht mehr. Und du hast ja echt coole Messer und das interessiert die Leute halt einfach. Okay, dann mal auch an alle anderen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.